Für die CDU-CSU-Fraktion. Oh nee, nicht so hoch. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich war letzte Woche in Israel und ich war auch in Yad Vashem. Und ich habe mich geschämt. Und zwar darüber, dass unsere Vorfahren im Zweiten Weltkrieg im Nazi-Regime versucht haben, die Juden in Deutschland und in Europa auszuretten, auszurotten. Menschen wie du und ich, Nachbarn, Freunde. Viele unserer Großväter und Großmütter waren Täter oder Mitläufer. Nicht alle Deutschen waren das, aber viele, viel zu viele. Und noch mehr schäme ich mich dafür, dass nach über 70 Jahren Antisemitismus sich immer noch in Deutschland breit macht, in alter oder in neuer Form, zum Beispiel durch die schon angesprochene judenbezogene Israel-Kritik. All das zeigt der zweite Antisemitismusbericht in erschreckender Weise auf. Und daher ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe aller, dem entschieden entgegenzutreten. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst und haben in dieser Wahlperiode für die Vielzahl vorhandener Förderprogramme für Extremismusbekämpfung und Demokratieförderung die Mittel verdreifacht. Und an dieser Stelle möchte ich auch die Arbeit des Bündnisses für Demokratie und Toleranz lobend erwähnen und auch die Arbeit der Bundeszentrale für politische Bildung. Überrascht und auch erschreckt hat mich die Diskrepanz zwischen den unterschiedlichen Erfahrungswelten in der Bevölkerung. Die meisten Nichtjuden sehen Judenhass als historisch überwunden an. Sie reagieren mit Verharmlosungstendenzen und Einfühlungsverweigerung und sind sich oft dessen gar nicht bewusst. Und für die große Mehrheit unserer jüdischen Mitbürger und Mitbürgerinnen dagegen ist Antisemitismus, meine Vorredner haben es auch schon erwähnt, eine alltägliche Erfahrung. Das betrifft nicht nur den Einzelnen, sondern auch immer seine gesamte Familie. Die Geschichte des gemobbten Frohnauer jüdischen Schülers, die wir alle aus den Medien kennen, ist eben kein Einzelfall. Ich habe in Oldenburg, meinem Wahlkreis, einen Religionsdialog mit verschiedenen Religionen vor Ort initiiert. Im letzten Dialog haben wir uns ausführlich über das Thema Antisemitismus ausgetauscht. Und ein Vertreter der jüdischen Gemeinde hat die Aussage des Berichtes bestätigt, dass sie tagtäglich Antisemitismus ausgesetzt seien, seien es verbale Attacken oder auch mehr, meist sehr subtil und unterhalb der Strafbarkeitsschwelle. Diese Entwicklung sehe ich mit wachsender Sorge, denn der Antisemitismus reicht bis in die Mitte der Gesellschaft hinein. Aber Judenhass und seine Auswüchse dürfen kein Normalzustand sein, darf keine Alltagserfahrung sein, für niemanden. Der sogenannte klassische Antisemitismus scheint zwar laut Bericht weniger zu werden, während die Kritik am Staat Israel aber zunehmend als Einfallstor dient, um über diese Kritik in Verbindung mit Stereotypen wie den Juden und der Staat Israel zu diffamieren und zu bekämpfen. Und wie die schon die Demonstrationen 2014 in Deutschland anlässlich der zweiten Intifada gezeigt haben, wo offener Judenhass auf deutschen Straßen sich Bahn brach, so etwas darf nicht aufgrund irgendwelcher Deeskalationsstrategien der Polizei toleriert werden, sondern muss sofort unterbunden und geahndet werden. Eine der fünf zentralen Forderungen des zweiten Berichts ist die Übernahme der Working Definition für Antisemitismus. Auch, es ist erwähnt worden, das Europäische Parlament hat Anfang des Monats einen Entschließungsantrag zur Bekämpfung von Antisemitismus angenommen, in dem die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, diese Working Definition der Internationalen Allianz für Holocaust-Gedenken anzunehmen und umzusetzen. Diese Forderung unterstütze ich. Ich denke, dass sie schnell umgesetzt werden könnte, ohne das Ende der Gesamtdiskussion über diesen kompletten gesamten Bericht im Parlament abwarten zu müssen. Denn die in Justiz- und Sicherheitsapparat angewendete Fassung soll, wie ich aus dem Justizministerium erfahren habe, mit der geforderten Fassung mehr oder weniger identisch sein.
Und auch die Forderung nach einer verbesserten Erfassung antisemitischer Straftaten finde ich persönlich richtig. Aber dafür brauchen wir auch die Definition, auf der dann diese Taten auch entsprechend erfasst werden. Und die Bund-Länder-Kommission ist angesprochen worden. Für mich wäre das auch kein Problem, wenn die Länder mitmachen, weil die Länder spielen da auch eine ganz wichtige Rolle. Die Berufung eines Antisemitismusbeauftragten ist die Hauptforderung dieser 5 Kernforderungen neben all den vielen Handlungsempfehlungen. Auch der Entschließungsantrag der EU fordert uns auf, einen nationalen Koordinator zur Bekämpfung von Antisemitismus zu ernennen. Und das gilt es nun zu diskutieren, das Ob, das Wie, das Wann. Es ist ja auch schon von Vorrednern angesprochen worden, das kann man nicht mal einfach so machen, sondern da muss man schon genau diskutieren und gucken, wenn wir, was wollen wir genau und wie wollen wir das machen, um wirklich die beste Lösung auch dann zu finden. Dies ist aufgrund der auslaufenden Wahlperiode leider aus Zeitgründen nicht mehr abschließend möglich. Da der Bericht aber nicht der Diskontinuität anheimfällt, werden wir dies unverzüglich in der neuen Wahlperiode angehen. Und die Union wird auch darauf drängen, das parlamentarische Verfahren in der neuen Wahlperiode schnell wieder aufzunehmen und weiterzuführen. Und die Experten haben uns eine Vielzahl an Empfehlungen, fachlichen Impulsen und Anregungen gegeben, wie die gesamtgesellschaftliche und politische Debatte auf allen Ebenen geführt werden kann. Und das heißt, wir müssen sie führen, aber auch in Ländern und Kommunen. Und wichtig ist mir bei der Umsetzung der Handlungsempfehlungen, dass die Forderungen diskutiert werden, um eben, wie gerade schon gesagt, die beste Lösung auch zu finden. Der erste Bericht ist nicht ohne Folgen und ohne Ergebnisse geblieben. Aber beide Berichte muss man zusammennehmen. Und ich denke, in dieser Gesamtheit ist es jetzt eine sehr gute Arbeit für die zukünftige Fortsetzung der Bekämpfung von Antisemitismus. Und das ist uns, glaube ich, allen gemeinsam hier im Parlament auch wichtig. Daran werden wir alle gemeinsam arbeiten. Und auch ich möchte mich im Namen der Union bei den Experten noch mal ganz, ganz herzlich bedanken. Und ich möchte auch stellvertretend Frau Dr. Juliane Witzel vom Zentrum für Antisemitismusforschung und Herrn Patrick Siegele, den Direktor des Anne-Frank-Zentrums, danken, denn Sie beide haben die Arbeit koordiniert. Und ich glaube, das war nicht immer ganz einfach, aber Sie haben ein sehr, sehr gutes Ergebnis auch in der notwendigen oder gegebenen Zeit abgegeben. Und dafür auch noch mal meinen ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Marian Wendt ist der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt für die CDU-CSU-Fraktion.